dreht sich gerade an. Das, das ist nicht schön. Sanitäter! Sanitäter! Was geht ab, liebe Gonzo-Freunde? Noah Black wieder am Start. Und heute gibt es eine Quatschrunde zusammen mit Marc von Vandalism. Wir spielen nämlich heute 5 Runden des Todes. Es gibt 5 Schätzfragen, die uns vorgelesen werden. Wir schätzen, wer verliert, muss eins dieser 3 Gläser hier aussuchen und trinken. Wir haben einmal, ich weiß nicht welches was ist, normalen Traubensaft. Eins mit Apfelsäure oder Malic Acid. Das ist das Zeug, was man nutzt, um Haribos und Center Shocks und den ganzen Scheiß richtig sauer zu machen. Und wir haben das dritte Gläschen mit Chili-Soße gepimpt. Und zwar mit Pinmaker. Hat 250.000 Scoville, also auch nicht ohne. Vorab, nicht zu Hause nachmachen. Das ist ziemlich beknackt, was wir hier tun. Ja, ich musste auch so eine Erklärung unterschreiben. Ja, ja, wir haben auch nur einen Sanitäter sitzen, falls irgendwas schief geht. Der wollte nicht das Video, aber ist hier alles gesichert. Deswegen nicht nachmachen. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an mit Runde 1. So, Freunde. Erste Frage. Ganz leicht, ihr habt in der Schule auch aufgepasst. Wie viele Sterne sieht man von der Erde aus mit bloßem Auge? Puh, das ist eine harte Frage. Wie viele Sterne? Also wenn ich so in den Himmel gucke, oder was? Also bei klarem Himmel, ne? Wir haben keine Wolken, ja, klarer Himmel. Aber bei Nacht. Bei Nacht, ja. Sonst wäre das ein großes Zero. Ich sag mal, einem... Moment. Einem Du kannst schon gerne antworten. Ich sag einfach Rückfragen. Reden wir davon, Antwort von wo ich stehe und das sehen kann? Ihr. Oder genau. Die gesamte Erde. Von da, wo ich stehe. Du sagst 1 Million. Ich sag 1 Million. Ich sag 1 Million und 5. 1 Million und 5. Das sind exakt 6.000. Ja! Warte mal, war gerade drüber. 6.000? Ja, 6.000 sind so. Aber jetzt kommst du nicht drum herum. Okay, mit bloßem Auge. Aber das ist so ein dämliches Spiel. So. Dann nehme ich die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Bin selber gespannt. Nein, ich ahne schon böse. Ich ahne böse. Ich sehe schon die Stückchen. Achso, man muss dazu sagen, eins von den Gläsern, da ist nur Traubensaft drin. Ja, Traubensaft, ich weiß aber schon, welches das ist. Du musst es aber direkt exen, ne? Ja, direkt weg. Sonst gilt's nicht. Soll man einmal noch hier irgendwo hin? Nee, da ist ja der Garten draußen. Okay, wie gesagt, nicht zu Hause nachmachen. Mach keine Show, weg damit. Und? Welches war das? Geht ja schon gut los, ne? Boah, meine Fresse brennt. Naja, das ist diese Fresse hier, sonst mal so weit aufbreitet. Sag mal, Marc, ich würde mal sagen, die nächste Frage, oder? Ja, machen wir mal. Mischen wir zuerst. Oh. Ne? Wir müssen erst noch mal mischen. Ach, wir müssen erst noch mal mischen, ja. Ich wusste ja schon, wie viel. Ich wusste ja schon, wie viel mit, ey. Okay. Es war schon scharf. Es war schon für immer eine scharfe Runde. Lippen sind schon gut am Glühen, aber wir wollen keine Zeit verschwenden. Runde 2. Schätzfrage bitte. Diese Frage ist sehr deutsch. Ist sehr deutsch. Adolf Hitler. Du sollst schätzen, keine Antwort. Viertel Hitler. Dafür trinkst du. Genau, okay. Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Diesmal bist du zuerst. Okay, diesmal fange ich an. Okay, die Kinder und so weiter spielen auch in die Statistik rein, die trinken ja nichts. Ja, ich sag 50 Liter. Mhm. 50 Liter. Boah. Die Deutschen trinken viel Alkohol, die trinken viel Bier, ne? Ja, ich sag drunter, 49,5. 49,5. Es sind 60,2. Es sind 100 Liter. Ja! Scheiße. 100 Liter trinken die Deutschen. Ja, was ist los in diesem Volk? 100 Liter trinkt der Deutsche. Weggucken, weggucken. Ich hätte gerne die gleiche Frage mit Franzosen und Wein. Und? Ich sag, das ganz rechts. Ah, sieht auch schon dunkel aus. Okay. Ich glaube, der hat Glück. Und er hat. Oh, lecker. Traubensaft? Kann man gut trinken. Normaler Traubensaft. Ja, ganz normaler. Free Shot, Baby. Einer ist immer drin, ne? So, weiter geht's. Weiter geht's. Frage Nummer 3. Treos.
Wie viele Haare wachsen durchschnittlich auf einem Quadratzentimeter europäischer Kopfhaut mit brauner Hautfarbe? Was ist denn braune Haut? Haarfarbe. Rassismus. Ja, ne? Dann sage ich jetzt mal 10.000. 10.000 pro Quadratzentimeter. Kann ich die Frage nochmal? Ja, ich im Detail. Also nochmal. Quadratzentimeter? Wie viele Haare wachsen durchschnittlich auf einem Quadratzentimeter? Mach das mal mit dem Finger. Ach so, jetzt hab ich's. Europäischer Kopfhaut mit brauner Haarfarbe. Ja, ich hab's gecheckt. Ich kurz denken, ich sag mal 100. 100, okay. Wie viele Haare hat ein Mensch ungefähr auf dem Kopf? Nein, komm. Das ist ja nicht so eine Rückfrage. Der kann dir nicht helfen. Das sind, glaube ich, 150.000 Haare hat ein Mensch auf dem Kopf. 4, 3, mehr. 2, mehr als, 1. Mehr als 100. Du musst was sagen. 101. 101. Das sind 350. Wie viel? 350. Mann. Ja! Ich zerstör dich. Guck weg. Soll ich euch aussuchen? Ja. Ich nehme das ganz links. Ja! Das ist das Scharfe gerade, ne? Der wird so rein! Ja, okay. Boah, ich bin close up, wie Blut aus deinen Augen spritzt. Gute Nacht. Brennt ein bisschen, ne? Können wir die Augen mal sehen? Ich erinnere mich an meinen letzten Besuch beim Chinesen. du weinst! Da kommt schon Tränchen. Und der Bubu weint! Der Bubu weint! Und du kleine Bubu weint! Ich bald Abi. Also ich glaube, heute küsst du keinen mehr, Baba, ne? Also ich glaube ich auch nicht. So, Runde Nummer, Quattro. Dann sind wir schon bei 4. Scheiße, sind wir bei 4. Wo wolltest du denn hin? Nach Hause? In den Chili-Himmel. Ready? Natürlich, ready. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute, weltweit bei YouTube hochgeladen? Wie viele Stunden Videomaterial werden weltweit pro Minute bei YouTube hochgeladen? Genau. Boah, ich kann mich gar nicht konzentrieren, meine Lippen. Ich muss da hin zuerst, ne? Wie viele Stunden weltweit pro Minute? Ja, also ich glaube, das ist viel. Das ist einiges. Ich sag 2 Millionen Stunden. 2 Millionen pro Minute. Achso, pro Minute, nicht pro Stunde. Dann sag ich. Dann sage ich 200.000 Stunden. 200.000 Stunden pro Minute weltweit, ja. Ich sage es weniger. Ich sage 199.99.9. Fuck, es sind weniger, ne? Die Leute haben bestimmt nicht so eine Bandbreite, dass sie richtig Daten hochknallen können. Ja, wie viel hast du gewonnen? Es sind 300 Stunden pro Minute. Boom! Weit? Ja. Guck mal weg, Weit weg! Was sagst du? Tor Nummer 2. Jawoll! Ernsthaft? Ich kann nicht mehr, nächste Runde schaffen. Also eigentlich soll das Ganze in die scharfe Challenge umbenennen. Wie hast du denn diesmal reingehauen? Also meine Lippen waren immer noch. Da ist noch mehr drin. Nein. Nee, riech mal. Er ist so behindert. Boah. Salut. Mir tränen immer noch die Augen. Prost. Schluck, du Luder. Am Anfang geht's, ne? So jetzt der erste Moment denkst du so, ach, geht eigentlich, ne? Boah, das ist... Das tut weh. Das ist hart, ja. Boah, das tut richtig weh. Weißt du was, ich verliere die nächste Runde, damit ich einen Traubensaft trinken darf. Ein bisschen nachtrinken wäre nice, ne? Boah, zwei Gläser, also wirklich, ich muss ehrlich, ist keine Show, nix. Mir brennen die Lippen immer noch krank. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, davon ein zweites zu trinken. Boah,
fuck. Ja, das tut richtig weh. Das kann ich mir vorstellen. Das tut richtig weh. Kann ich mir vorstellen. Ich sag euch was, scharf reingeht, kommt scharf wieder raus. Ne? Also so scharf, ja. Das ist mal eine interessante Frage. Wenn du etwas Scharfes isst, ja, und dann musst du kacken, dann kommt ja auch scharf raus. Aber wenn du was Scharfes trinkst, machst du auch scharf Pipi. Wie viel scharfes Essen wird im Jahr durchschnittlich in Deutschland rausgekackt? Wenn du was Nächste Schätzfrage. Wie viel Skurvin hat mein Pipi? Man muss. Ich will ja keine Pussy sein, ne? Kannst du reinschicken, schick das gleich ein. Frauenhof. Ich hab gestern ein. Bildung hier. Ganz so Bildungs-YouTube. Ich hab gestern einen scharfen Döner gegessen, der mir den Gaumen verbrannt hat und da oben ist die Haut ab. Ja? Also es brennt in der Wunde noch. Ja, ja. Ja. Letzte Runde? Oder? Wir könnten gleich vielleicht noch. Also nach der Runde entscheiden. Vielleicht eine Bonusrunde. Die Bonusrunde ist dann vielleicht pure Zeit. Ja, wir gucken gleich. Runde Nummer Punch. Wie viel kostet das teuerste Hotelzimmer der Welt pro Nacht? Boah, fuck, das bestimmt. Also da, ich glaube, ich würde sagen, das ist in Dubai. Und zwar in Dubai, in diesem 5-Sterne-Plus-Ding, dieses Riesending, das. Keine Ahnung, wie das nochmal heißt. Es hat 7 Sterne und es ist das Burj Al Arab. Ja, ja, hier. Nun, ja. War der Junge schon, ne? Da glaube ich, dass es da. Würde mich gleich mal interessieren, ob das da ist. Also ich sage, das teuerste Zimmer kostet. Meine Fresse pocht. Ich sage. 15.000 Euro. Ist das dein Ernst? Weißt du was? Ich mache noch nicht mal so einen Pussy-Move und sage 15.000 und 1. Ich sag, es kostet 36.000 Euro oder Dollar? Euro nehme ich mal stark an. Dann sage ich 34.000 Euro. 34.000? Du bleibst bei deiner Antwort? Wie kann ich jetzt wieder zurücknehmen? 49.000. Boah. Ey, du spinkst, was ist denn da? Bitte, Traumsaft. Sag an. Ganz rechts. Ja! Das kann doch nicht wahr sein. Ey, wir haben hier so viel stehen und wir trinken beide zweimal scharf. Er ist doch nicht wahr. Ich hätte gerne dieses Center Shots getrunken. Komm, dann tausch mich das Center Shots. Ich würde das Center Shots gerne mal probieren. Trink. Es rennen immer noch die Lippen von gerade. Meine Fresse brennt aber nicht. 49.000 Euro? Ja. Gibt es noch krassere Hotels? Wir machen die Bonusrunde. Wer jetzt verliert, muss alle drei trinken. Auf gar keinen Fall! Alle drei müssen verlieren. Dann machen wir echt ein bisschen mehr. Du übertreibst da hinten. Mach das. Kommst du klar? Das war ganz wenig gerade. So, es kommt die Bonusrunde. Wer jetzt verliert, muss alle drei Gläser trinken. Alle drei bist du verliert. Alle drei. Zwei. Du darfst aber auch so in welcher Reihenfolge. Alle drei. Das macht doch keinen Unterschied. Ja, natürlich. Wenn du zwei nimmst. Zwei trinken. Wenn du zwei trinkst. Dann entscheiden wir über noch eine Bonusrunde. Zwei finde ich fair. Du musst doch eine Möglichkeit haben, irgendwas zu kriegen. Ich sage euch, warum ich drei sage. Wenn du zwei aussuchen musst und sauer unscharf erwischst, dann hast du. Weißt du? Dann machen wir das so. Wenn du zwei aussuchst und das sind die beiden Fails, darfst du das dritte dazu trinken. Wenn du zwei aussuchst und das ist dabei, dann ist es okay. Deal. Okay. Deal. Also, jetzt kommt die Supreme Bonusrunde. Du musst zuerst antworten. Aber mach ich gerne. Also, brennt das bei dir auch hier? Es brennt überall. Hier, ne? Es brennt einfach nur überall gerade. Okay. Wie viele Schritte muss man etwa gehen, um von Karlsruhe nach Stuttgart zu kommen? Boah, wie viele Schritte? Ja. Das ist aber auch so eine Frage. Jetzt musst du natürlich wissen, wo Karlsruhe ist und wo Stuttgart ist. Du musst wissen, wie große Schritte die Person liegen die nicht nah beieinander? 200.000 Schritte. 200.000? Du? 200.000 Schritte. Dann sage ich jetzt, ich sag 199.999. 199. So, was war das nochmal? 200.000. 200.000 und du bist ein Schritt weniger. Ein Schritt weniger, ja. Es sind? 118.000. Ja! Boah, ist das gut.
Bitte nicht scharf, alles nur nicht scharf. Ja, sag was. Ich nehme die beiden Äußeren. Ich glaube, du hast... Nee, die Äußeren. Achso, dann hast du Glück. Aber du hast... Ach, die beiden Äußeren. Die beiden Äußeren. Oh, hast du Glück, der Schaf ist raus. Oh. Ja, dann mit Wohlwollen. Okay. Ich hätte mal gespannt auf Sandwich. Du darfst sagen, rechts oder links zuerst. Ach, mach einfach. Sag, komm. Vollkommen egal. Rechts. Rechts. Cheers. Ich hätte ihm gegönnt. Ich hätte ihm das hier gegönnt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wo war man? Und? Ey, auf Ex. Was ist da los? Was ist da los? Auf Ex! Auf Ex, Mama! Was ist da los? Auf Ex! Was hast du denn? Ich bin mal scharf, ich tausche gegen das. Nee, das ist nicht so schön. Jetzt trägt das aus, komm. Das ist quasi, das könnt, ihr könnt euch schon an Center Shocks erinnern, ne? Stellt euch vor, ihr würdet 5 Center Shocks gleichzeitig in den Mund nehmen und kauen. Ja, mir brennen immer noch die Lippen von denen da. Boah! Dreht sich gerade an. Das ist nicht schön. Sanitäter! 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 Boah, das ist nicht schön. Weißt du, was krass wäre, wenn du jetzt scharfe nachtrinken müsstest? Ich glaube, dann wäre es so richtig. Okay. Also, Jungs, Mädels da draußen. Boah! Von Gonzo Vandalism. Boah, hör mal auf gerade. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, schreibt einen Kommentar, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Peace, haut rein, ciao, bye bye, raus, ich kann nicht mehr. More to come. Das war nicht das Letzte, ja, also supportet uns, ne? Papa ist raus. Ich geh mal gucken, ja, wir müssen schnell zu dem Sanitäter. Ich höre schon, nee.